wünsche Ihnen ein erfolgreiches internationales Bauforum 2019. So, und jetzt möchte ich mit Ihnen eintauchen in die Magistrale. Wir fangen an hier mit dem Steindamm und dem Steindammplatz. Ein extra Applaus für die Einführung des analogen PowerPoint-Formats. Wunderbar gemacht. This specific Magistrale is not a line. It's actually, it's a road, it's a railway, and it's a Wanze. Now, we're looking at it as a system rather than a line. Die These ist dann schon auch Netz statt Ring. Gibt es überhaupt den Ring? Was haben die Zentren, Satelliten, Schnitte und Brüche dazu zu sagen? Und das hat uns dazu geführt, dass wir eigentlich das Ganze für uns als Milky Way erkannt haben, als Milchstraße. Was uns, glaube ich, jetzt als Auftakt wirklich gelungen ist, ist ein Perspektivwechsel. Wir müssen noch mal über diese ganze Stadt nachdenken, über ihre Physiognomie, über ihre Grobmotorik und an vielen Stellen auch bis ins Detail. Diese Frage stellen Sie zurecht. Die Elefanten, das begeistert natürlich als Bild jeden. Von hier sieht man nochmal Bergedorf, was wir Bergestadt getauft haben, als Stadtteil von Hamburg, der gut angebunden werden muss. Wenn wir an dieses Konzept der Park Lane denken, aus Amerika, wo man durch die Landschaft fährt, könnte das auch eine Methode sein, den Verkehr für den inneren Bereich zu nutzen. We all together designing on the Hamburg city should feel ashamed how we left this part of the city alone. And this is the opportunity. We guess something like 10,000 dwellings fit in this area just by removing some infrastructure, but beware, we want affordable dwellings for the people in Harburg. We called it the Grief an die Elbe. Das, was wir hier gemacht haben, ist schon für die Stadt ein ganzheitlicher Ansatz der Betrachtung. Und diese Form der Bearbeitung muss es auch in Zukunft geben.